Hallo und willkommen zurück zum Mass Effect 2. Wir befinden uns noch immer auf der, ja, Prämission. Vasir wurde bei dem Crash verletzt. Das müsste sie bremsen. Des Shadowbroker DLCs und ja, wir verfolgen gerade einen Spectre, der zusammen mit dem Shadowbroker arbeitet scheinbar. Oh. Ich habe gerade in der vorigen Teil. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Meine Fresse. Sie ist ein Spectre. Einmal ausreden lassen hier. Meine komplette Munition rausgeballert. Wahnsinn. Ah, Mensch, dass sie wieder so ein Chaos machen muss. Ich kann meine Waffen wechseln. Oh. Ein Glück. So, nee, nicht Handkanone, Tempest war das. Ich hab doch schon beim letzten Mal schon auf Locust umgestellt gehabt. Ich weiß nicht, wieso er das immer wieder zurückmacht. Ah, okay. Speichern. Medipack haben wir. Gibt's noch was zum Looten? Mensch, die hat hier ganz schön aufgeräumt. Yay, Credits geklaut. Juhu. Hä? Oh, Medizinstation. Noch mehr Medigel. Top. 4 Medigels. 4 Medigels. Oh. Vasir, es ist vorbei. Ja, sehr klug, sehr klug. Ist auch eigenartig, hey, sie blutet lila, du, aber hat auch ein grünes Blut im Gesicht. Mariana. Mariana, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Wir holen sie unverletzt hier raus, Mariana. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Clever, eine Geisel zu nehmen. Ein Spectre tut, was nötig ist, um sein Ziel zu erreichen. So ist es. Aber Sie vergessen eines, Vasir. Ich bin auch ein Spectre. Bam! Verdammt! Ah, mein Arm! Sie werden leben. Wir wurden entdeckt. No shit. Das war deine Einstellung, Victor. Das wird ja ein ewiger Kampf. Versuchen Sie mich zu halten. Wie wär's damit? Schild ist unten. Ja. Sie haben mein Mitleid. Alter Schwede. What? Können Sie mich... Mit Alp. Versuchen Sie mitzuhalten. Wie wär's damit? Alter, wie kann ich damit durch Deckung durchfallen? Das ist doch Bullshit. Sie können Vorsicht, Schockwelle. Bullshit. Bis bald. Sie können sich nicht verstecken. Sie können sich nicht verstecken! Bis bald!
Barriere? Zurück! Können Sie mithalten? So wie es aussieht, nicht. Das ist doch Bullshit. Das müsste Sie helfen, ob Sie bleiben sollen. Zurückbleiben! Schockwelle! Ja, ja, ja. Schlechte Idee, gegen einen echten Blitzer anzutreten. Das müsste sie weichklopfen. Zurück! Sollen. Ich hab keine Schilder! Oh. Sie können sich nicht verstecken! Holen Sie mich doch! Sie haben mein Mitleid! Oh, fuck. Wo ist sie? Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Achtung, gleich kommt schwerer Beschuss. Das müsste sie ausbremsen. Dich doch meine Fresse. Feindliche Drohnen! Sie sind unter Kontrolle. Blockiere Sichtkontakt. Geht nicht zu weit vor. Kontrolle. Nicht wirklich. Wir hätten abhauen sollen. Hat schon wieder einen dahin gerafft, oder was? Hallo. Hallo. Vorsicht. Ja, ja, ja. Schockwelle. Wir gehören alle dir, Chatika. Vielleicht sollte ich so mit schwerer Munition. Setze Biotika. Der Babyspektakel. Hey, was? Holen Sie mich doch! Jetzt sowas. Wo ist er? Hallo? Sie können nicht gewinnen. Müsste sie weichklopfen. Versuchen Sie mitzuhalten. Bis bald. Ich muss überhaupt nichts abziehen. Ist der Babyspektakel gut?
Klasse. Zurückbleiben. Schockwelle. Oh, no shit. Die kriegen mich nicht. Mann, Mann, Mann. Singularität eingesetzt. Sie sind tot. Oh. Wie wär's damit? Ja, 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 ja. Sie hätten tot sollen. Auf die Abwehr. Wachsam bleiben. Auf die Abwehr. Und es ist nur die Schockwelle in Deckung. Ja, ja, ja. Was überhaupt nichts bringt. Aber dann bringt er. Ja, aber ja, weg. Sind jetzt alle tot. Oh. Vorsicht, von rechts. Toll, und keine. Die Drohne läuft. Keine Res... Paralysier! Resis mehr. Geht in Deckung, Gottverdammt. Die Drohne neutralisieren! Und das ist einer von rechts. Guten Flug. Wie sollen wir jetzt die Olle platt machen? Geil. So natürlich nicht. What? Ich erledige sie selbst. No shit. Hallo. Oh. Oh. Das wird kein Spaß. Ich lasse sie fliegen. Dann lass sie mal fliegen. Wo ist sie? Oh. Können Sie mithalten? Können Sie mithalten? Holen Sie mich, wenn Sie können. Holen Sie mich doch. Das ist wahre Kraft. Ja, 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 ja. Sie kriegen mich nicht. Ja.
Warum? Erklär dich doch mal. Zurückbleiben! Schockwelle! Sind die mal da nicht irgendwie... Oh. Schockwelle! In Deckung! Polarität eingesetzt. Die Wunden nicht funktionieren. Probleme? Sie mithalten? Schnell. Das kann ein echter Fechter. Probleme? Ich hatte große Hoffnungen in Sie gesetzt, Pfeffer. Bis bald. Ist der Babyspektor für du? Bleib! Das müsste sie weichklopfen. Liege unter schwerem Beschuss! Hat wehgetan, was? Es wäre ja mal cool, wenn ich nur auf sie schießen könnte. Das kann ein echter Spektor! Wachsam bleiben! Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit Ihnen. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Das hat man ja gesehen. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Reden Sie sich ein, was immer Sie wollen. Der Rat würde nie akzeptieren, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Der Rat? Sie bekennen sich zu ihm und arbeiten gleichzeitig für Terroristen? Haben Sie eine Ahnung, was Cerberus getan hat? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Der Sony eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir geben ihm keine Zeit dazu. Wir brauchen die Tarnsysteme der Normandy, um unentdeckt in die Nähe zu kommen. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es... Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod.
Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe, Liara. Was soll ich denn sagen? Dass ich um Sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei Ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay, gehen wir. Das ist das Schiff des Shadow Brokers. Sehr schönes Teil, muss ich sagen. Oder eher ein orbitaler. Oder nennt man das eher ein Atmosphärenschiff? So. Ich glaube, ich kann bloß ein Mitglied mitnehmen. Ich wäre ja wieder Kasumi wegen Schattenschlag. Ja doch, Schattenschlag. Aber ich habe das auch noch nie mit Legio gemacht. Ja. Nehme ich lieber Kazu mit wegen Schattenschlag. Reicht nicht, um auszuskillen. Oh. Lin. Über die Aufladezeiten reduzieren, ja. Nehmen wir lieber AOE für mehrere Gegner und Warp. So. Lukus, okay. Partikelkanone, okay. Passt. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. No shit. Oh, sieht das nicht toll aus. Schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Gut, dass wir hier vorne gelandet sind. Echt eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, an der Stelle mal Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.